In Deutschland und vielen Ländern Europas tatsächlich gibt es eine leichte Entspannung. Ganz anders ist das in ärmeren Ländern. Der Blick nach Indien schockt immer noch sehr viele von uns. Es sterben dort immer noch täglich Tausende. Die Krankenhäuser sind überlastet, der Sauerstoff fehlt. Jetzt gibt es Hilfe, unter anderem auch von den Deutschen. Die Bundeswehr bringt Geräte und Menschen jetzt gerade an diesem Wochenende ist das in Indien angekommen. Das ist so etwas wie eine erste Hilfe, würde man sagen. Die Frage ist, wie hilft man langfristig? Und ich bin froh, dass ich mit dem Bundesminister darüber reden kann, der das wahrscheinlich weiß. Herzlich willkommen, der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller. Richtig gesagt. Von der CSU. Herr Müller, schön, dass Sie da sind. Ja, guten Tag. Ich war ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt, weil Indien eskalierte. Die Briten haben sofort geliefert, die Franzosen haben geliefert, die USA hat geliefert, sogar die Rumänen waren schneller als wir. Warum hat es bei uns so lange gedauert, bis wir endlich vor Ort waren? Wir sind schon seit Beginn der Pandemie in Indien. Aber diese Hilfslieferungen, Sauerstoff, Sauerstoffproduktion. Das sind die Bilder aktuell des Bundeswehreinsatzes. Aber das Entwicklungsministerium, wir haben eine traditionell lang angelegte Zusammenarbeit mit Indien. Okay. Wir haben Tausende von Sauerstoffversorgungen, Labore, wir haben Expertenaustausch gemacht. Das ist nur in der Öffentlichkeit nicht bekannt, wie wir überhaupt mit der ganzen Welt, mit den Entwicklungsländern diese Zusammenarbeit suchen. Und ich bin dankbar und bin froh, naja, jetzt das muss man ist sagen. Eine der ersten Sendungen. Hier können wir auch mal den Blick über Deutschland hinaus. Die Welle ist nicht durch. Wir werden mit voller Wucht in der Welt getroffen. 160 Millionen, auch Lateinamerika ist brutal getroffen, aber da haben wir keine Bilder. Venezuela, Mexiko, Peru, nicht nur Brasilien, der gesamte Kontinent. Wir helfen, wo wir können. Auch, und das möchte ich hervorheben, mit der deutschen Industrie. Ich habe mit Siemens Labore auf den Weg gebracht. Daimler hat mobile LKW-Labore umgerüstet. Also passiert eine ganze Menge. Hat aber nicht verhindern können, dass es eben so eskaliert ist. Wenn Sie sagen, wir sind vor Ort, Indien ist eskaliert. Sie sagen, Sie haben Himmel und Hölle auf Erde gesehen. So eine Hölle wie die in Indien auch schon. Wie sehr schmerzt Sie das, was da passiert gerade? Ja, das ist schon brutal. Aber man muss dazu sagen, die indische Regierung war auch ziemlich locker im Umgang mit den Genehmigungen von Groß- und Größtveranstaltungen, Demonstrationen. Und nun muss man Indien als Kontinent sehen. Wer jemals in Delhi oder in Mumbai war, der weiß, Abstand halten, das, wie das in München oder in Düsseldorf möglich ist, das ist einfach nicht machbar. Und ein Lockdown bedeutet dort, dass Millionen von Menschen ihre Arbeit verlieren, zurück in die Dörfer strömen. Und somit haben die eine ganz andere Ausgangssituation. Aber darf ich noch sagen, Indien ist der Impfstoffproduzent der Welt. 50% der Impfstoffe, auch der Corona-Impfstoff. Und das hat jetzt Auswirkungen, weil die indische Regierung bisher exportiert hat Impfstoffe, auch für afrikanische Länder, und jetzt einen Exportstopp verfügt hat, weil sie den Impfstoff selber braucht. Das ist genau das, worüber wir jetzt auch reden müssen, weil es gibt ja sozusagen das dringende Gebot, dass man die Medizin, die man hat, möglichst vielen oder allen Menschen auf der Welt zugutekommen lässt. Von Joe Biden, von der US-Regierung kam jetzt ein Vorschlag, dass man die Patente für eine Zeit lang freigibt. Erklären Sie es doch erst einmal für den, der nicht genau weiß, wie man sich das vorstellen muss. Ist das so, als ob man jetzt sagen würde, Mercedes, bitte jetzt gib mal die Bauanleitungen deiner Autos auch an alle anderen Länder? Also Impfen hilft, aber auch Solidarität. Und die Situation ist so, dass 5 Länder der Welt und die Europäische Union sich 75% der Impfstoffe gesichert haben. Die Europäische Union zum Beispiel 5-mal so viel pro Kopf mit den Zusagen für nächstes Jahr wie die Bevölkerung. Aber auf der anderen Seite gibt es 30 Länder der Welt, die haben noch keinen einzigen Impfstoff, keine einzige Dose. In Afrika 1% der Menschen haben die Chance, einen Impfstoff zu bekommen. 1%. Das ist keine Solidarität der Reichen mit den Armen. Wir denken erst dann, wenn wir alle selber uns in Sicherheit wiegen, dass es auch draußen Millionen von Menschen gibt, die den Impfstoff brauchen. Impfstoff, da bin ich dem Bundespräsidenten sehr dankbar, ist ein globales Gut. Und eines müssen wir alle verstehen, wenn wir uns Sorgen machen um uns selber, vollkommen klar, dieses Virus kommt aus Wuhan.
innerhalb von 4 Wochen die ganze Welt erobert und diese schreckliche Katastrophe ausgelöst. Wir besiegen die Pandemie nur, wenn wir sie weltweit besiegen. Es genügt nicht, Deutschland, Europa durchzuimpfen. Dann kommt morgen das Virus mit einem Flieger, mit einem Flugzeug, mit einem Container zurück. Also dann sind Sie bei Joe Biden und sagen dann, Patente freigeben. Alle sollen es herstellen können. Alles tun, damit wir die Impfstoffproduktion schnellstmöglich erhöhen können, die Kapazitäten hochfahren. Und da habe ich mich mit der neuen WTO-Chefin aus Nigeria unterhalten, die sagt, jetzt Patente freizugeben, bringt keine einzige zusätzliche Impfdose. Was wir brauchen, ist, in Lizenz zu fertigen. Warum gehen deutsche Unternehmen jetzt nicht Kooperationen ein mit Indien, mit Südafrika? Und ich bin ein Mandatar, wissen Sie, nicht sollte, hätte, müsste. Wir machen. Wir bereiten im Augenblick eine Kooperation mit Südafrika vor, dort eigene Produktionspotenziale aufzubauen. Mhm. Denn eines ist klar, wir müssen über den Tag hinaus auch an die nächsten Jahre denken. Die Pandemie ist nicht die erste, sie wird auch nicht die letzte sein. Und wenn wir da nicht weltweit produzieren, soweit verstehe ich das, werden wir das Problem weltweit denn nicht in den Griff bekommen. Aber das könnte ja auch einfach sein, dass Sie als Deutscher egoistisch sind und sagen, nein, das sind ja auch deutsche Forscher, die diese neue Technologie maßgeblich auch gefunden haben. Das bleibt bei uns. Ist das Egoismus jetzt? Nein, wir müssen die Lizenzfertigung ausbauen, Produktion, Kooperationen. Und dazu bedarf es auch einer Zentrale. Ich habe vorgeschlagen, dass die WHO ein Weltpandemiezentrum wird. Mhm. Und dann müssen wir solidarisch sein. Es kann doch nicht sein, dass die Europäische Union sich jetzt zusätzlich 1,8 Milliarden Dosen sichert, vertraglich, währenddessen in Indien, in Venezuela, in Mexiko und in den afrikanischen Ländern noch kein einziger geimpft ist. Wo bleibt da die Solidarität? Ja, wo bleibt sie denn? Das muss ich ja Sie fragen. Nicht, ja, wo bleibt sie? Sie können es ja nicht mich fragen. Wir, Deutschland, wir gehen voran. Die Kanzlerin hat COVAX. Also die Institutionen sind da, um zu impfen, um zu organisieren, um den Impfstoff an die Menschen zu bringen. Wir haben ein Sofortprogramm auf den Weg gebracht. Deutschland, 4 Milliarden, mein Haus, wir setzen das um. Wo bleiben die anderen? Ich war diese Woche beim Außenminister- und Entwicklungsministertreffen der G7. Die Reden waren alle schön. Mhm. Sie appellieren an Solidarität. Da reicht mit den Armen. Ich habe gesagt, wir brauchen 10 Milliarden für ein Weltimpfprogramm. 10 Milliarden der G7. Und was passierte? Gott sei Dank, die Amerikaner sind jetzt wieder in der internationalen Gemeinschaft, haben 4 Milliarden zugesagt. Mhm. Unser Geld und sonst blieb es bei Sprechzetteln vorlesen. Ja, aber Sie könnten, Sie haben noch einen Draht zu Ursula von der Leyen, die 1,8 Milliarden bestellt hat. Und Sie könnten jetzt auch sagen, im Herbst haben wir wahrscheinlich in Deutschland die Situation, dass wir mehr Impfstoff haben, als wir für die eigenen Leute brauchen. Wir könnten das doch verschenken, Herr Müller, wie wäre es damit? Brüssel ist in vielfacher Weise in dieser Pandemie eine große Enttäuschung. Erstens, man denkt nur an sich selber, an den europäischen Raum. Beim 7-jährigen Finanzplan Haushalt wurde die Entwicklungszusammenarbeit gekürzt. Wir denken nicht außerhalb der Europäischen Union für unsere Nachbarschaft und für die afrikanischen Länder, die Entwicklungsländer. Das machen die Chinesen. Also aber es wäre eine Aufgabe der Humanität, eine humanitäre Aufgabe. Aber Herr Müller, Brüssel sind auch wir. Also da tun Sie, Brüssel zum alleinigen Schuldigen. Brüssel macht das, was die großen Staaten sagen. Also wenn Frau Merkel da ihren Einfluss oder wer auch immer dann regiert, dann ginge das auch anders, mir ist wichtig zu sagen, die Organisation steht, diese COVAX-Organisation, Impfstoffe zu kaufen, zu verteilen, die Verteilung auch an die 100 ärmsten Länder der Welt. Aber es fehlen 22 Milliarden. Das ist einfach mal ein Faktum. Und die Europäische Union hat großzügigerweise 1 Milliarde dafür zur Verfügung gestellt. Wir investieren 1.000 Milliarden, die Zuschauerinnen und Zuschauer haben es gehört, 1.000 Milliarden in ein Wiederaufbauprogramm. Was bauen wir eigentlich wieder auf in Europa? Ja. 1.000 Milliarden. Ich fordere 1% davon, 10 Milliarden Solidarität, Verantwortung Europas für die Armen, für die Entwicklungsländer in der Welt, um auch dort impfen zu können, damit das Virus nicht mehr zurückkommt, und Sie damit werden auch nicht diesen gehört? Menschen geholfen und wird. Und Sie werden nicht gehört?
Ich werde gehört, aber es wird nicht entschieden in diese Richtung. Also wir werden Sie nicht gehört. Wir brauchen dringend hier Maßnahmen. Mhm. Aber andere hören ja. Vor kurzem habe ich ein Gespräch mit meinem chinesischen Partner in Peking geführt, also per Audio, klar. Und wir bauen jetzt auf ein Seuchenzentrum in Nigeria und ein Zentrum für nachhaltige Entwicklung. Ich gehe voran mit denen, die mitmachen. Denn bei einer solchen Weltpandemie, bei einer solchen Krise, da kann und darf jeder helfen, muss jeder helfen. Und hilfst du in der Not, dann bist du auch nachher der Freund. Also es ist nicht nur eine humanitäre Aufgabe, an der Europa im Augenblick ein Stück wirklich versagt, sondern auch hat geostrategische Auswirkungen. Deutschland könnte ja auch alleine vorangehen. BioNTech hat jetzt eine Ankündigung gemacht, Impfstoff für die Olympischen Spiele zu spenden. Finden Sie das gut, wenn da so wenig Impfstoff bisher in Afrika angekommen ist, dass wir erstmal auch da wieder jetzt an unser Brot und Spiele denken? Also die Athleten durchzuimpfen, das halte ich für in Ordnung. Können Sie nicht auf BioNTech oder andere Firmen oder die Bundesregierung einwirken, dass man Impfstoff verschenkt, den wir im September, Oktober zu viel haben? Also ich sage es nochmal, wir müssen die Produktion aufbauen. Nein, ich möchte gerne wissen, warum können wir nicht verschenken? Und dann müssen, Frau Maischberger, diejenigen, die sich pro Kopf 5 Impfstoffdosen sozusagen im Kühlschrank sichern, für morgen und übermorgen, die sollen bitte 2 davon rausrücken, jetzt. Es geht nicht darum, dass wir 5 für uns zurückstellen, sondern durchimpfen, klar, 2, aber es muss klar sein, dass auch die anderen ein globales Gut an den Impfstoff herankommen, bevor wir alles für uns absichern. Herr Müller, wir reden über Geld. Wir müssen auch über das Geld reden, was viele gewonnen haben in dieser Pandemie. Bei der CSU sind da ein paar von diesen Kandidaten. Da geht es darum, dass tatsächlich heute auch die Staatsanwaltschaft in München anfängt, Ermittlungen eingeleitet hat. Es geht um die Maskenbeschaffung. Es geht darum, dass CSU-Politiker da mitgetan haben. Dieser konkrete Fall ist jetzt die Tochter eines ehemaligen CSU-Generalsekretärs, Herrn Tandlers Tochter, soll, so haben es Recherchen von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung, einen Deal für unglaublich teure Masken eingefädelt haben und eine Provision dafür bekommen haben, die bis zu 50 Millionen Euro groß sein kann. Wenn sich das so herausstellt, wie erklären Sie sich das? Also wenn das so wäre, die Staatsanwaltschaft ermittelt und wenn da Vorwürfe im Raum stehen, werden die geklärt. Ende. Und das ist Herr Tandler, Gauweiler, Sauter, die großen Namen der CSU, dass die darin verwickelt sind. Fehlt der CSU an moralischem Gewissen oder ja, das, wie kommt es? Das glaube ich nicht. Das wurde schnell reagiert. Auch die Kollegen haben entsprechende Konsequenzen gezogen und auch der Parteivorsitzende. Also wir haben da klar und unmissverständlich eine Reißleine gezogen. Ja, aber ich frage, woher es kommt. Also die Bayern, wir sind ja beide aus Bayern, die CSU hat eine Amigo-Tradition. Das scheint immer noch ungebrochen zu sein. Liegt das vielleicht daran, dass Sie zu lange regiert haben in Bayern oder woher kommt das? Also für die Zukunft geht und die auch für Anwälte in den Landtagen und im Bundestag, dass Politik und Geschäft auseinandergehalten werden muss, strikt. Mhm. Und dazu haben wir jetzt auch neue Regeln, sowohl in München auch wie in Berlin, verabschiedet. Und auf die Vergangenheit wollen Sie mir nicht antworten? Wir blicken in die Zukunft. Das habe ich gehört, aber woher es kommt, haben Sie mir noch nicht gesagt. Wir haben starke Männer. Wir haben ja gerade eine interessante Vorwahl, einen Vorwahlkampf. Ich denke an Joe Biden, der musste ja auch durch. Zwischen Laschet und Söder. Jetzt haben wir 2 starke Führungskräfte. Wen meinen Sie jetzt genau? Herrn Söder und Herrn Laschet. Aber nur der eine ist Kanzlerkandidat. Oder ich habe noch Herrn Blume, den muss ich Ihnen doch noch mal zeigen. Herr Blume ist der Generalsekretär der CSU. Der macht Wahlwerbung für Armin Laschet. Nur so kann man interpretieren, was er gesagt hat. Nämlich die große Enttäuschung über den Ausgang der Personalentscheidung spiegelt sich in den Umfragen wider. Viele, nicht nur in Bayern, hätten sich Markus Söder gewünscht. Armin Laschet ist nun verantwortlich, die Umfragen zu drehen. Ist es so, wenn der Laschet es nicht schafft, die Umfragen zu drehen, dann kommt der Söder wieder? Armin Laschet ist ein starker Kandidat. Ich kenne ihn 25 Jahre und Markus Söder ebenso. Es sind 2 starke Zugpferde. Ich hätte und habe jetzt einen anderen Wunsch. Mhm. Wenn ich zum Beispiel da aufs Podium schaue, wenn wir jetzt 2 so starke Frauen hätten wie die beiden Journalistinnen, die neben unsere 2 Laschet und Söder als Mannschaft auftreten,
dann gewinnen wir die Wahl. Aber nicht die beiden. Die müssen das nicht machen. Die beiden, glaube ich, stehen nicht zur Verfügung. Ach, Sie wollen jetzt zu dem Laschet und dem Söder noch zwei Frauen stellen? Ja, klar. Dann sind wir ein Quartett, das unschlagbar ist. Gut. Da muss Frau Baerbock erst was dagegen aufbieten. Das geben wir jetzt mal nach München und nach Düsseldorf weiter. Ja, ich bin für Parität. Ich bin der Entwicklungsminister und da heißt es Gender Parity. Gender Parität. Zwei interessante Frauen, zwei starke Männer. Der eine Rheinländer, mit dem ich gerne einen Kölsch trinke und zum Karneval gehe. Und der andere ein strammer Bayer, mit dem ich hoffentlich nächstes Jahr wieder auf dem Oktoberfest eine Schweinshaxe und ein Maß Bier trinke. Das okay. ist ein und zwei, ideales und zwei Frauen. Dubel. Dann gibt es noch mehr Konfusion um die Kanzlerkandidatenfragen, Kandidatinnenfrage. Aber wir belassen es dabei und in einer ruhigen Minute müssen Sie trotzdem noch mal drüber nachdenken, was die CSU eigentlich gemacht hat in der Vergangenheit, dass so viele heute in der Gegenwart so Mist bauen. Das mache ich. Danke. Gerd Müller, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch heute hier und das wichtige Thema der Auslandsimpfungen, das wir damit endlich mal angesprochen haben, auch in dieser Sendung. Vielen Dank, Herr Müller. Vielen Dank.